beautiful in my way. There's God makes no mistakes. I'm on the right track. Baby, I was born this way. Don't hide yourself and regret. Just love yourself and you're set. I'm on the right track. ZDF at Bauhaus, heute mit einem Konzert von einer wunderbaren Band aus Berlin. Schon lange, lange unterwegs. 10 Jahre gibt es sie schon. Und jetzt sind sie endlich auch mal im Bauhaus gelandet. Hier sind die Baseballs. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Schön, dass ihr es einrichten konntet. Ihr seid ja gerade mitten in der Tour. Ihr habt gespielt in Linz, in Berlin, gestern Abend in München, jetzt Dessau und dann geht es noch nach Holland weiter. Ist das noch so wie vor 10 Jahren, dasselbe Gefühl, ich bin auf Tour und es macht so bam? Oder ist es so, ja, komm? Nee, es hat sich ein bisschen gedreht, muss man sagen. Es hat sich gedreht, aber dennoch, glaube ich, kann man sagen, dass es schon immer ein aufregendes Gefühl ist und dass man da vor jeder Tour, wenn sie beginnt, ist man echt sehr, sehr aufgeregt, man ist sehr, sehr nervös, weil man natürlich mit einem Programm immer auftritt, wo man sagt, okay, das kennen die Leute vielleicht noch nicht. In dem Fall jetzt bei der Tour, ne, unser Jubiläumstour sozusagen, sind natürlich viele Songs dabei, die wir schon seit Ewigkeit im Programm haben, mehr oder weniger, aber es ist trotzdem immer das gewisse Etwas, ne, was man so auch braucht als Musiker. Ich glaube, wenn es zur Routine wird und man nicht mehr aufgeregt ist von der Tour, dann sollte man den Job wechseln. Aber was hat sich gedreht? Ja, was sich gedreht hat, früher waren wir eher so bei einer Tour, oh, es ist anstrengend, so viel zu tun den ganzen Tag, Aufregung. Mittlerweile ist eher so, gerade die Jungväter bei uns in der Band, wir haben auch unter den Musikern einige, die freuen sich, dass es auf Tour geht, weil sie endlich mal wieder ausschlafen können. Mhm. Also da hat sich tatsächlich geändert, so, oh, Tour, endlich mal erholen. Ich kenne das, deswegen bin ich auch immer sehr gerne hier in Dessau für ein paar Tage. The Sun Sessions ist ja nun eine Aufnahme, die ihr schon letztes Jahr im Mai gemacht habt. Jetzt die Tour. Könnt ihr es selber noch hören? Ihr habt ja wahrscheinlich auch viel geübt, geprobt, ihr habt schon viel Promo damit gemacht. Warum geht es immer noch? Also warum ist das so besonders auch für euch? Ja, wir haben ja eigentlich, als wir in die Sun Studios gegangen sind, das sind also die Studios in Memphis, wo auch Elvis seine erste Platte aufgenommen hat, war nach 10 Jahren schon unser Anspruch, okay, wir nehmen irgendwie natürlich so eine Art Best-of auf, aber heutzutage in Streaming-Zeiten eine Best-of-Platte zusammenzustellen, das macht nur Sinn, wenn man sich irgendwie einen anderen Weg sucht. Und wir haben uns halt den Weg gesucht, die Songs so aufzunehmen, wie sie auch in den 50er Jahren aufgenommen worden sind. Und wir versuchen halt dieses Feeling auch auf die Tour zu bringen. Das heißt, selbst wenn wir einen Song 10 Jahre lang spielen, wir spielen halt alles live und nichts kommt vom Band, wir haben immer die Freiheiten, irgendwas an dem Song so zu verändern, dass er für uns auch immer wieder frisch klingt. Und das ist diesmal zum Beispiel wirklich so. Also es gibt einen Song, Hey Daddy Lila, den hat Sam wirklich 8 Jahre lang wirklich gar nicht gemocht. Und mittlerweile haben wir halt ein bisschen mehr so Country-Feeling reingebracht, wodurch er auch für uns alle wieder frischer klingt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis und auch der Vorteil, dass man wirklich immer live unterwegs ist, dass man nicht gebunden ist an irgendwelche Playbacks, die mal vor 11 oder 12 Jahren aufgenommen worden sind, sondern dass man sich wirklich immer wieder auf der Bühne neu entdecken kann. Mhm. Viele merken das vielleicht im Publikum gar nicht, was auch gar nicht schlimm ist, weil man muss natürlich irgendwie im Original bleiben. Aber es reicht manchmal schon ein leicht anderes Gitarrenlick oder ein anderer Basslauf, der uns selber irgendwie komplett davon fernhält, irgendwas langweilig zu finden. Jetzt habt ihr, die Songs sind ohne Klavier aufgenommen. Das ist ja ein riesengroßer Unterschied. Hört man sofort, warum? Das liegt wirklich daran, dass wir uns versucht haben, an den Elvis Sun Sessions zu orientieren und da gab es einfach kein Klavier drin. Es gab eigentlich noch nicht mal ein Schlagzeug. Wobei ja Elvis selber durchaus Klavier benutzt hat. Ja, später ja, nicht, aber bei dieser. Aber gerade die ganz, ganz frühen Aufnahmen von Elvis 1953, 54, 55, da war kein Schlagzeug dabei und kein Piano. Und wir dachten, wenn wir jetzt schon nach Memphis fliegen, um dort die Platte aufzunehmen, dann wollen wir uns auch von den Instrumenten her da so ein bisschen orientieren. Und es war natürlich auch für uns eine Herausforderung, weil wir einfach, wenn wir mit Klavier unterwegs sind, da ist dann der Sound schon sehr, sehr druckvoll. Und da gab es anfangs vielleicht schon auch so ein bisschen die Gedanken oder die Angst, dass der Druck vielleicht ein bisschen verloren geht. Aber das war eben gar nicht der Fall. Also es war, man musste natürlich am Arrangement ein bisschen rumdeichseln, aber es hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, eine Sache, die wir dann reinnehmen mussten, war, dass halt Sam jetzt zum Beispiel häufiger mal die Akustikgitarre spielt, weil unser Pianist halt auch viel gefüllt hat, um das ein bisschen kompakter wirken zu lassen, das Arrangement. Und da spielt dann Sam jetzt häufiger mal die Akustikgitarre, das ist dann auch zufälligerweise auch noch ein schönes Bild auf der Bühne. Und zum Pianisten habt ihr gesagt, wir fahren nach Memphis, aber du bist raus. Nee, wir waren höflich, ob er mitkommen will und er konnte dann nicht. Zeit? Hast du denn Lust überhaupt so? Wenn du was vorhast, sag einfach, ne? Und dann hat er gesagt, ja, er kann leider nicht. Und dann nur gesagt, gut. Genau diesen Zeitpunkt genommen. Genau. Sag uns mal, wann kannst du im Mai eigentlich nicht? Dann hat das gepasst. Nee, also es war alles völlig in Ordnung. Und wir freuen uns auch wieder mit ihm zu spielen. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir für immer jetzt auf einen Pianisten verzichten werden, sondern wir werden immer wieder einen dabei haben und auch ihn dabei haben. Ist jetzt einfach nur mal diese Tour, mal was Besonderes. Und jetzt ist es, vielleicht ist es ein bisschen Nerdy-Talk, aber dafür ist es ja auch eine Musiksendung. Wie genau macht man das dann? Also ein Klavier, wie du schon angedeutet hast, ist ja so, das hinterlässt ja so eine Leerstelle, wenn es auf einmal nicht mehr da ist, weil es einfach so ein
breiter, voller Sound auch ist, viel Druck dahinter. Ein Klavier kann auch alles, Bass und Akkorde und ne, kann theoretisch alles reinbringen. Die Gitarre ist da limitierter. Also wie überlegt man sich dann, wie der Sound dann nachgebaut wird? Also da schließt sich ja quasi der Kreis zu der Frage, wie wir es schaffen, so nach 10 Jahren die Songs immer noch frisch zu halten. Weil natürlich muss man dann die Sachen, die das Piano als Leerstelle hinterlässt, muss man irgendwie füllen. Und da kann man wirklich, ich meine, wir haben viele Instrumente auf der Bühne. Also wir haben Drums, wir haben einen Bass, wir haben eine Akustikgitarre und eine Elektrogitarre. Das heißt, es gibt schon Möglichkeiten, das zu füllen, was es für uns wiederum auch natürlich anders macht. Und es gibt viele Beispiele aus der Vergangenheit, auch gerade aus dem Rock'n'Roll, wie zum Beispiel die Stray Cats, die bewiesen haben, es geht auch mit 3 Instrumenten richtig, richtig irgendwie Volldampf zu geben. Und wir geben zu, als wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt eine Tour ohne Piano, kriegen wir das Gefühl, also das, was wir die letzten 10 Jahre auf der Bühne irgendwie präsentieren konnten, kriegen wir das auch wieder an die Leute transportiert. Und wir waren, muss man wirklich sagen, selber, glaube ich, überrascht, wie gut das funktioniert hat. Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir aufs Klavier verzichten wollen, weil es natürlich ein tolles Rock'n'Roll-Element ist. Aber wenn man diese Tour vergleicht mit der letzten Tour, wo wir noch ein Piano und ein Saxophon sogar dabei hatten, muss man sagen, ist auch das Feedback, was wir jetzt aus dem Publikum bekommen, irgendwie, wow, toll, dass ihr immer noch so rockt und ihr verbessert euch von Mal zu Mal. Wo man sich natürlich so denkt, so krass, also wenn das unsere coole Band schon schafft, das aufzufangen, wenn 2 Instrumente fehlen, dann ist das absolut richtige Team, was da auf der Bühne steht. Auch ein großes Merkmal an dieser Sun Sessions Aufnahme ist, Feedback, Echo-Geschichten sind ja ganz präsent, ne? Was natürlich auch eine Reminiszenz an früher sein soll, nehme ich an. Ne? Also, aber das ist trotzdem auch ein großer Unterschied zu vielen anderen Aufnahmen. Ihr habt schon immer auch mal ein Echo drin gehabt und so. Ne? Klar, aber ja, das ist natürlich schon, gerade auch bei den Vocals, wollten wir natürlich wirklich an diesen ganz prägnanten Delay-Sound, dieses Slapback aus dem Sun-Studio rankommen. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Also heute sind ja die Stimmen, gerade die Front-Vocals, oft sehr trocken. Und ja, das ist natürlich, die sind ja da wirklich damals ja geradezu ertrunken im Slapback. Aber das macht halt auch aus. Und das Spannende ist dann schon beim Aufnehmen, muss man schon dran denken. Weil man kann damit ja spielen. Also indem man so gewisse Vokale nur kurz anstößt und so. Dann, man muss sich schon im Gedanken quasi haben, wie klingt das dann mit dem Slapback. Und dann macht das auch richtig Spaß, wenn es dann auch wirklich so aber klingt. Das ist gerade bei den, ja, in den Sun-Studios so. Ne? Also gerade bei den Aufnahmen, bei denen Elvis damals dort war, da haben sie natürlich sehr viel mit diesem Echo dann auch irgendwie gespielt. Aber lustig ist nämlich, dass Elvis in den 70er Jahren mal gefragt wurde, was er denn von seinen alten Aufnahmen hält, und er dann lachen musste und gesagt hat, da ist so viel Echo drauf, die klingen echt komisch. Also er selbst hat in den 70ern wirklich auch gesagt, ja, das ist eigentlich zu viel gewesen, aber gerade für den Siegeszug des Rock'n'Rolls war das so unheimlich wichtig. Du bist ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eher der 70er-Elvis-Fan als der 50er-Elvis-Fan. Nein, also ich bin, das sind so Phasen. Also manchmal stehe ich morgens auf und habe so voll Bock auf die 70er. Dann gibt es aber wiederum auch, gerade jetzt, als wir dann im Mai letzten Jahres in Memphis waren, da konnte ich von den 50er Jahren gar nicht genug bekommen. Also wenn man dann wirklich in den Räumlichkeiten steht und man wird sich bewusst, dass der Boden, die Wände, die Decken, dass das alles originalbelassen ist, ne? Dass das Mikro da noch steht und auch die originalen Aufnahmegeräte. Da kann man eigentlich gar nicht anders, als sich dann permanent die 50er Jahre reinzuziehen. Und deswegen, das war für uns echt eine große Ehre. Und man hat ja, wir haben ja auch noch ein Fotobuch quasi, wir hatten ja noch eine Fotografin dabei, die das Ganze begleitet hat. Also wenn man sich dann die Bilder anschaut und sich die CD dann vielleicht noch mal reinzieht, und das ist dann schon echt ein cooles Gefühl zu wissen. Dann kann man jetzt eigentlich sterben. Also das vielleicht nicht, weil man möchte ja auch das Gefühl noch länger ertragen, aber ist schon echt eine hohe Messlatte, die man jetzt schwer, das zu toppen. Ja. Vor allem muss ich sagen, dass dieses Feeling, wir konnten ja nur nachts aufnehmen, weil tagsüber ist es ja quasi Museum, also dann Führungen durchgeführt. Man kann dann nur nachts diese Sessions machen und dann kriegt man aber erst richtig dieses Feeling, weil dann taucht es so in dieser Stille der Nacht sozusagen, taucht man dann so ein und dann fühlt man sich wirklich plötzlich, denkt man, okay, so war das hier in den 50ern. Da saßen sie tief in die Nacht und haben hier irgendwie die Songs aufgenommen, die heute jeder kennt, die heute Evergreens sind. Und das Beste ist dann, wenn man dann auf die Toilette dort in den Regieraum geht und denkt, okay, hier saß dann wahrscheinlich auch mal Elvis. Ja. Das sind so ganz bizarre Gedanken, die man manchmal hat. Aber das ist die andächtigste Rock'n'Roll-Toilette der Welt. Ja, wahrscheinlich. Die Toilette in den Sun-Studios. Hier. Überall in Memphis hängen ja auch diese Schilder. So, Elvis hat hier gegessen, Elvis hat hier gesessen. Ja. Er hat noch auf der Toilette noch ein anderes Schild gefehlt. Also. Ja. So, ihr habt es ja schon angedeutet. Also 10 Jahre Jubiläumstour, da macht man sich natürlich auch Gedanken über die eigene Bandgeschichte. Und man muss das jetzt nicht mehr alles wiederholen. Ihr habt euch in einem Proberaumkomplex kennengelernt, das habt ihr schon 1000 Mal erzählt. Ich glaube, das erste Konzert war im Heimathafen Neukölln, richtig? Also war das erste große Solokonzert, sondern kurz, glaube ich, vor oder um die Vor-Öl des ersten Albums, ja. So. Das war für uns auch
Absoluter Wahnsinn. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ihr davon leben konntet. Und jetzt sitzt ihr auf einmal immer noch hier. Hättet ihr wahrscheinlich auch nicht erwartet in der Form, oder? Also ich glaube, das ist, es gibt so zwei Ansichten. Ich sag mal, der Laie, der hält irgendwie jeden Musiker auf der Welt noch für einen Rolling Stone, der also im Geld schwimmt und sich wundert, dass man wir sind zum Beispiel auch noch so in Berlin, fahren wir zum Beispiel auch noch U-Bahn, weil es einfach irgendwie, also man sollte sich selber manchmal zwingen, sich nicht so sehr im Rockstar-Leben zu sehen, weil letztendlich ist es ein Hobby, was wir zum Beruf machen konnten und das ist, glaube ich, das Wichtigste an diesem Beruf, dass man weiß, okay, das, was wir jeden Abend machen oder was wir halt irgendwie auf Festivals machen, das ist ein wunderschöner Beruf, den wir ausüben dürfen. Wir können dankbar sein, dass wir damit Geld verdienen dürfen. Man muss aber natürlich auch bedenken, dass das nicht der Grund ist, warum wir Rock'n'Roll machen. Also ich glaube sowieso irgendwie, wie du gerade schon gefragt hast, also kein Mensch auf der Welt würde sagen so, Rock'n'Roll, damit möchte ich jetzt mal reich werden. Also das ist ein Gedanke, der uns ja auch überrascht hat. Also wir haben seit diesem Jahr einen neuen, ganz tollen Gitarristen dabei, der auch in ganz vielen kleinen Rock'n'Roll-Bands gespielt hat und der gestern noch im Bus zu uns gesagt hat, so, er hätte sich nie erträumen lassen, diesen Stil vor 2.000 bis 4.000 Euro pro... Wie viel? So viel zahlen wir dem? Oh, Gott, zu machen. vor 2.000 bis 4.000 Leuten pro Abend zu spielen. Und das ist, glaube ich, was, wofür wir ewig dankbar sein müssen und können, dass wir diesen Stil mit so vielen Leuten abwehren können, Abend für Abend. Auf der anderen Seite ist natürlich auch einfach so, dass diese Zeiten der Musikbranche, wo jeder, der irgendwie einmal kurz im Fernsehen auftritt, gleich Multimillionär ist, natürlich längst vorbei sind. Also das ist dann ist deswegen, was Dinger meinte mit dem Zwiespältigen. Es gibt die einen, die sagen, ihr müsst ja in Kohle schwimmen, weil ihr tretet ja im Fernsehen auf. Und die anderen sind die sagen, was macht ihr hauptberuflich so? Das ist so diese andere typische Frage, die immer gerne kommt. Und wir wissen schon, dass es eine große Gnade ist, dass wir seit 10 Jahren davon oder jetzt 8 Jahren, seit das Album rausgekommen ist, davon leben können und das hauptberuflich machen dürfen. Und das ist heute absolut keine Selbstverständlichkeit mehr. Und da sind wir sehr dankbar und freuen uns, wenn das noch möglichst lange so bleibt. Ja, zumal wenn man, gerade wenn man in Berlin unterwegs ist, da gibt es so viele begnadete Musiker, die ein wahnsinniges Talent haben und einfach ohne Kellner nicht über die Runden kommen können. Ne? Weil das ist, wird man wahrscheinlich relativ demütig. Aber es ist tatsächlich die Frage, den Gedanken macht ihr euch sicherlich auch. Ich weiß, ihr habt alle mal was anderes gelernt. Ich glaube, du hast sogar noch eine Agentur. Damit wird wahrscheinlich auch irgendwie Geld reinkommen oder sowas. Foto- und Filmstudio. So, also, aber trotzdem, den Gedanken macht man sich natürlich schon. Was ist der Plan B? Was ist, wenn es jetzt nach der Tour ihr merkt, läuft nicht mehr? Und dann? Ja, wir haben ja alle unsere Sachen, die wir sozusagen nebenbei machen, weil wir natürlich wissen, ich glaube, irgendein kluger Mann hat mal gesagt, man muss eigentlich in der Phase in der Phase, in der es am besten läuft, muss man eigentlich für die Zukunft anfangen zu planen. Und klar gucken wir auch immer nach anderen Projekten, aber die Baseballs bleiben bei uns sozusagen immer das Zentrale. Und es geht auch darum, dass wir uns davon natürlich erhoffen, dass wir möglichst lange mit den Baseballs unterwegs sein können. Aber man muss natürlich, man darf jetzt nicht so blauäugig sein und einfach sagen, so, wir gehen jetzt nur noch, wir setzen alles auf eine Karte und mich interessiert nichts anderes. Das wäre auch, auch ziemlich langweilig, muss man sagen, weil natürlich auch trotzdem noch genügend Zeit bleibt, wo man andere Dinge machen möchte. Mhm. Wobei wir, also das befruchtet sich auch gegenseitig, ne? Also ich meine, irgendwie, ich glaube, unsere Nebenbeschäftigungen neben den Baseballs sind halt auch irgendwie noch so kreativ, dass man das irgendwie mit in die Baseballs einfließen lassen kann. Und das ist, glaube ich, irgendwie, ich glaube, keiner von uns könnte sich jetzt im Moment vorstellen, irgendwie 9-to-5 im Büro zu sitzen und irgendwie Akten zu vernichten oder neue Akten anzufertigen. Um die dann zu vernichten. Das ist natürlich erstmal gerade ein total stranger Gedanke. Und so alles, was wir nebenbei machen, ist auch eigentlich mehr so diesem Freiberufler-Überlebenskünstler-Bereich irgendwie angesiedelt. Und du sagst Film und Video-Studio, das heißt, ihr macht ja auch Videos selbst zum Beispiel, also, ne? Wir haben zum Beispiel auch irgendwie viele unserer Videos, also Umbrella war zum Beispiel ein Ding, das haben wir komplett selbst gemacht, so. Das haben wir selber irgendwie mit zum Teil einfachsten Mitteln gedreht und sowas und das war dann halt natürlich in der Postproduktion etwas schwieriger alles, aber das ist zum Beispiel ein Video, was wir irgendwie selbst gemacht haben und auch die Videos danach haben wir irgendwie eigentlich alle selbst produziert und das ist ja auch was, wo wir wirklich stolz drauf sind. Also wir hätten die Möglichkeit gehabt, wir hatten ein großes Label, eben Warner Music, aber wir hätten die Möglichkeit gehabt zu sagen, so, pass mal auf, wir wollen ein Musikvideo haben, macht mal. Aber wir haben halt irgendwie nicht nur musikalisch, sondern auch visuell immer gesagt, genauso wie bei der Live-Show, dann machen wir unser Bühnenbild selbst. Wir legen die Photoshop-Dateien für den Hintergrund selber an, wir lassen das selber drucken, wir gucken selber, wie wir die Elemente, also es ist bei uns wirklich alles wie damals im Rock'n'Roll halt handgemacht. Also wirklich, natürlich nutzen wir mittlerweile auch digitale Medien, aber trotzdem ist alles bei uns wirklich selbst gemacht. Und das ist, glaube ich, was, wo wir neben der ganzen Musik, die wir machen, auch einfach stolz drauf sind, dass wir wissen, egal
wie es und wann es mal mit den Baseballs endet. Wir können uns nicht vorwerfen, dass wir die Marionetten gewesen wären, wie viele andere leider heutzutage irgendwie im Musikbusiness, denen gesagt wurde, wo der Hase läuft. Ja, muss aber auch sagen, ich glaube, die Bands, die wirklich lange bestehen bleiben oder die Musiker, bei denen ist das dann auch wirklich so. Entweder die haben ein sehr gutes Team oder die machen wirklich auch sehr viel selber. Also die Zeiten, dass man irgendwie zur Plattenfirma kommt und die sagt, du singst das, du sagst das und du ziehst das an. Und hier sind, ist dein Check. Genau, hier ist dein Check. Die sind einfach vorbei. Vor allem das Letzte ist einfach, ja, einfach das vorbei. Das haben wir noch nie erlebt eigentlich. Gibt es eine andere Bewertung, auch vielleicht von Musikerkollegen, die sagen, naja gut, ihr macht ja Coversongs hauptsächlich. So, spürt ihr da so eine... Also ich glaube, unter Kollegen würde ich das eher so nicht sagen. Also die kommen eher so zu uns und sagen, oh geil, ihr habt da echt was Eigenes draus gemacht, was ja auch unser Anliegen immer war. Wir haben ja immer gesagt, wir versuchen, die Originalsongs erstmal gar nicht irgendwie lächerlich zu machen, sondern es ging immer darum, eine Komposition zu nehmen, die gut ist, die wir für gut befinden und da irgendwie einen eigenen Stil draus zu machen oder eine eigene Version draus zu machen, dass die auch bestehen könnte ohne das Original. Ich glaube eher, dass beim Publikum das manchmal so der Fall ist, dass da Leute kommen und sagen, ja, ihr covert ja nur, ja, das ist ja einfach nur eine Coverband. Wobei ich das so empfinde, dass gerade Songs, die man covert, und man muss sich irgendwie ans Original halten und dennoch aber versuchen, was Neues draus zu machen, das ist viel, viel schwieriger, als wenn man sagt, man schreibt einfach einen eigenen Song und hat da einfach die Möglichkeiten, irgendwie seine Kreativität freien Lauf zu lassen. Ja, und sieht man ja an eurem Umbrella-Überhit, sieht man jetzt auch auf der aktuellen Platte an Bad, finde ich. Also das ist wahnsinnig, also weil man echt lange, also da steht zwar Bad drauf, aber man überlegt, krass, ja, dieses Lick, ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber bis sich das dann entwickelt, das ist also eine sehr eigenständige künstlerische Leistung, muss man dazu sagen, was ich echt großartig finde, was wahrscheinlich auch, also ich frag mich dann immer so ein bisschen wieder im Nerdy Talk, man hat diese Version und sagt man, Bad ist ein gutes Lied. Wie geht man dann vor? Also wann sagt man, okay, wir lassen das Schlagzeug muss weg, der Rhythmus muss anders, wir machen andere Tonart. Wie geht man vor? Also, bitte Digi, komm schon. Ja, also ganz oft ist es wirklich so, zum Glück haben wir alle in der Band ein Know-how, was die Originalsongs aus den 50er und 60er Jahren angeht. Es ist wirklich ganz oft so, dass man irgendwie einen aktuellen Song vor Augen hat, den man machen möchte und dann überlegt man, okay, gibt es irgendwie einen Song aus der Vergangenheit, aus den 50ern, an dem man sich orientieren kann. Das kann schon mit einem Intro von einem einen Song anfangen und dann mit einem Basslauf von einem anderen Song. Ne? Also es gibt, also ich glaube, Chasing Cars zum Beispiel, also da wussten wir alle, okay, das ist quasi ein Blues-Schema, also irgendwie ein ganz typisches, also von den Harmonien und von den Akkorden her ein Schema, was früher auch aufgetaucht ist, was jetzt aber halt verpoppt wurde. So, und wo wir eigentlich fast die wenigsten Schwierigkeiten mit hatten, das in eine Rock'n'Roll-Version zu packen. Und bei Bad ist dann zum Beispiel so, gerade weil halt viel Moll drin ist und solche Sachen, muss man sich dann so ein bisschen an diesen, da orientiert man sich auch geschichtlich tatsächlich an der Gegenbewegung zu dem Weich-Rock'n'Roll der 60er. Weil es gab quasi, der Rock'n'Roll war in den 50ern so eine böse Musik für die jungen Leute. Die Eltern haben gesagt, sowas hörst du mir jetzt hier bitte nicht zu Hause. Dann gab es in den 60ern eine Rock'n'Roll-Bewegung, wo alles weichgespült wurde. Also alle bösen Worte, die in den Texten drin waren, wurden zum Teil, die Songs wurden neu gecovert, weicher gemacht von charmanten Sängern, irgendwie den Teddy Boys zum Teil gesungen. Und dann wiederum gab es eine Bewegung, die sich darüber quasi im Rock'n'Roll beschwert hat, die also angefangen hat, harmonisch eher im Moll zu arbeiten, Songs zu schreiben, die auch so ein bisschen böse sind und sowas. Und ich glaube, dieses Know-how hilft einem sehr, mit Songs oder mit Songmaterial umzugehen. Und oft ist es einfach so, man reduziert den Song erstmal wirklich nur auf die Harmonien, spielt ihn mal auf der Gitarre und versucht sich gar nicht an der Originalproduktion zu orientieren, sondern versucht wirklich nur zu überlegen, okay, wie ist der Song harmonisch aufgebaut, was wird darin gesagt und welcher Song aus den 50s oder 60s kann man, oder ja, wer kann da die Vorlage sein? Ja, hochspannend. Also das war eine gute Erklärung. Hab ich jetzt verstanden. Das kannst du, machst du ab morgen auch. Mach ich dann ab morgen. Offenbar scheint man damit ja Millionen verdienen zu können. Absolut, ja. Richtig. Aber tatsächlich ist ja beim Thema Coverversion, weiß ich gar nicht, wie bekannt das ist, aber ihr müsst ja tatsächlich euch auch mit Rechteinhabern zum Beispiel auseinandersetzen. Ne? Weil ihr spielt die Songs ja nicht komplett nach, sondern ihr macht ein eigenständiges Produkt daraus. Ist das nicht sau anstrengend? Das war, die ersten Jahre haben wir das ganz clever gemacht, da haben wir das einfach der Plattenfirma überlassen. Ja. Mussten das dann aber auch mal selber machen. Also ich weiß noch, bei R. Kelly war das so, bei I Believe I Can Fly vom Hit Me Baby Album. Da kam dann am Tag der VÖ die Freigabe.
dafür. Also das war Monate vorher angefragt. Das kann sich natürlich hinziehen. Wobei, was wir natürlich machen, also das ist jetzt auch Nerdy Talk, die meisten sagen, also wir machen natürlich Bands nicht als Bearbeitung an. Also wir reklamieren dann keine Urheberpunkte dafür, sondern wir sagen ganz klar, wir fahren das als Cover, also ihr behaltet komplett eure Rechte, wir wollen nur die Freigabe, dass wir das so machen dürfen. Dann sagen dann, die eher ja. Ja, man muss auch sagen, dass ja viele, gerade wenn man Songs, die heute sehr populär in den Charts sind, covert, sind das ja oftmals eben nicht die Künstler, die das geschrieben haben, sondern professionelle Songwriter, die großen Leute. Und die wollen am Ende natürlich vor allem Geld damit verdienen. Und die sind da sehr ja, distanziert im Zweifel zu irgendwelchen persönlichen Befindlichkeiten. Es gibt natürlich so Leute, also aber könnte man wahrscheinlich zum Beispiel nie covern, weil die eh kaum Sachen freigeben. So gewisse Künstler, da muss man ein bisschen im gucken. Aber bei den meisten Sachen weiß man einfach, was wir auch am Anfang gesagt haben, das ist, wir versuchen immer sehr respektvoll mit dem Song umzugehen. Wir machen uns über keinen Song lustig oder wir versuchen einfach, den Song so zu spielen, wie wir ihn gerne hören würden. Und ich glaube, das merken die Leute auch ganz genau. Also das beste Beispiel war mal Roxette, die uns, wir hatten The Look gecovert auf dem ersten Album. Und als sie ihr Comeback-Konzert gegeben haben nach der Erkrankung von der Sängerin von Marie, haben sie uns zu der Comeback-Show als Support eingeladen in Schweden. Und dann haben wir noch extra gefragt, ob wir denn auch The Look spielen dürfen. Muss man ja fragen. Und dann meinte der Tourmanager nur so, deshalb seid ihr hier. So, und das war dann schon ein Moment, da waren dann 14.000 Roxette-Fans aus der ganzen Welt und dann fängst du The Look an und denkst so, oh, das kann jetzt total in die Hose gehen, wenn die das jetzt kacke finden. Und dann siehst du oben auf dem Balkon eben Per Gessle und Marie stehen und tanzen und du denkst dir, Wahnsinn, also was ein größeres Kompliment kannst du von einem Künstler gar nicht bekommen. Großartig, ja, das ist tatsächlich ein sehr bewegender Moment. Aber beispielsweise bei Bad, nur damit ich das verstehe, muss man dann, also ich hab das dann das gemacht. Das ist so dein Ding, ne? Geht ja immer so. Ich fand, das ist jetzt ein gutes Beispiel, den Song kennt ja auch jeder und so und der Song ist einfach gut gemacht von euch und dann muss man dann bei Michael Jacksons Erben anrufen, was macht man dann? Also wie geht man dann vor? Das müssten wir jetzt das Management fragen, dass das gemacht hat. Also wir haben den Arzt von Michael Jackson gefragt. Genau. Der war aber gerade nicht erreichbar, wir wissen auch nicht warum. Wir brauchen noch Tabletten und genau. Außer wegen dem Song. Ach so, ja. Wenn du das nächste Mal bei Michael bist, könntest du das. Aber man muss wirklich sagen, dass wir bei Bad natürlich auch genau darüber nachgedacht haben. Ja. Also das war auch generell. Ich meine, Bad, wie du selber sagst, ist natürlich eine Nummer, die kennt jeder. Ja, und viele, viele Fans. Ja, und deswegen war das für uns natürlich auch ein Song, wo wir sagen, oh, hoffentlich verärgern wir nicht Leute damit. Ne? Weil, aber gerade diese Bassline, die hat sich so angeboten, da eine Rock'n'Roll-Nummer draus zu machen. Deswegen haben wir gedacht, das müssen wir einfach bringen. Das aber wir haben es viele Jahre vor uns hergeschoben. Wir wollten es eigentlich schon sehr früh machen, schon als wir angefangen haben. Aber das war dann gerade, ist ja gerade verstorben. Und haben gesagt, das können wir jetzt gerade nicht machen. Das passt irgendwie, ist nicht angemessen. Das hatte wirklich noch mal 5-6 Jahre gedauert, bis wir gedacht haben, okay, jetzt für live. Dann haben wir erst live gespielt, schon auf der vorletzten Tour. Und jetzt beim Best of haben wir gesagt, jetzt müssen wir noch mal aufnehmen. Roxette war eines dieser Highlight-Momente in den letzten 10 Jahren. Da gab es noch so einen Lowlight-Moment bei der BBC. Was war da nochmal? Das ist eigentlich nur ein Lowlight-Moment. Ich müsste jetzt kurz weg. wir waren tatsächlich als eine der wenigen deutschen Bands überhaupt in England sehr erfolgreich. Also sind da Gold gegangen mit unserem Album und auch wirklich ganz oben in den Charts gewesen. Und auch die BBC, die ja nun doch eine hochwertige Aufstellung an Sendern hat, hat uns gefragt, ob wir nicht bitte im Radiosender auch irgendwie quasi bei einer Live-Show auch ein bisschen was spielen können zwischendurch, live mit unserer Band. Haben wir auch gemacht und weil wir uns halt immer so ein bisschen dem Event anpassen wollen, haben wir auch gesagt, so Katie Tunstall war auch da an dem Abend und haben wir gesagt, so ey, dann können wir doch noch einen Song von Katie Tunstall. Wir müssen aber auch sagen, dass wir vorhatten, mit ihr zusammen diesen Song zu machen und deswegen haben wir dann bei der Probe diesen Song vorbereitet, ja ganz spontan. Genau. Und unser Suddenly I See. Ich kannte nur den Refrain von dem Song. Wir alle kannten nur den Refrain zu dem Zeitpunkt. Das ist ja der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollten einen Song machen, für den wir eine halbe Stunde Zeit hatten, uns vorzubereiten und leider ist es auch so passiert, dass Sam und ich eigentlich eher die einfachen Textpassagen hatten und Basti die etwas komplizierteren und als dann das Rotlicht anging, was dann heißt, okay, wir sind jetzt live und komplett England und Schottland kann uns hören. Katie Tunstall wollte übrigens nicht mitmachen. Genau. Das wollte ich sagen. Im Nachhinein wissen wir warum. Das heißt, das Rotlicht ging an, der Drummer guckte uns an und meint so, welcher Beat? Und wir haben ihm halt quasi noch ein Original von damals genannt, damit er weiß, was er für ein Trainbeat spielen muss. Und wir haben irgendwie angefangen, ganz
sentimental einen Rock'n'Roll-Song zu performen, was irgendwie quasi seinen Höhepunkt darin fand, dass wir immer lauter wurden, weil wir versucht haben, unsere Unsicherheit mit Lautstärke zu überspielen. Das machen heutzutage so Leute wie Mario Barth, habe ich das Gefühl. Und irgendwann war Basti dran und wusste überhaupt gar nicht mehr, was er machen sollte. Ich musste kurz vorher noch Sam, wie war meine Melodie? Dann singe ich ihm kurz deine Melodie vor. Also dem ist meine Melodie, weg. Meine Melodie kannte er. Ja, das ist echt lustig. Ja, aber dann war meine weg. Ja. Die ganze Zeit. Und dann bin ich halt dran und total Blackout. Keine Melodie, kein Text, nichts. Und so, die einzig logische Reaktion war, ich habe die Melodie vergessen. Das war für alle sehr peinlich. Aber was halt, also eigentlich noch das viel peinlichste war, beziehungsweise jeder weiß, wie schlecht sich Basti in dem Moment gefühlt haben muss. Wir sind, als wir aus BBC rausgegangen sind, nur noch so gegangen. Also ich kenne den Teppich von der BBC sehr gut. Absolut. Ich habe nur noch die Schuhe unseres Tourmanagers gesehen und wir saßen hinterher im Taxi. Und das ist eigentlich die schönste Geschichte an diesem ganzen Abend. Basti ist Torwart. So, und Basti war einfach komplett aggressiv und enttäuscht und saß in diesem Taxi. Wollte den Boden versinken. Und dann war da so eine Motte, die ganze Zeit irgendwie rumgeflogen ist. Und dann war Basti halt so aggressiv, dass er diese Motte als Torwart fangen wollte, um sie zu zerklatschen an der Scheibe. Und das hat dreimal nicht geklappt. Und Sam saß da und meinte so, Basti, ich dachte, du wärst Torwart. Ey, und wie schlimm muss das sein? Das ja, zu Fliegenfänger hören, halt. Nach ne? Sonnabend ja. So. Weißt du, stirb! Wir wussten nicht, ob wir heulen oder lachen sollten. Weil es war also heute ist es eine sehr lustige Geschichte, aber es war wirklich, also es gibt wenige Momente in meinem Leben, in denen ich im Erdboden versinken wollte. Das war definitiv einer. Immerhin wurde mal Deutsch gesungen auf der BBC. Ja, das passiert wahrscheinlich nicht so oft. Und das Ganze kann man auf YouTube tatsächlich noch sehen. Ja, also sucht es jetzt, bitte. Und super. Dann schaltet ihr wahrscheinlich direkt um. Genau. Gut, jetzt habt ihr nicht so viele Lowlights erlebt. Ne? Ihr hattet ja mehr High als Lowlights in eurer Karriere. Ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn man, also ihr hattet ja diesen Überhit mit Umbrella, ihr seid mit dem Album in ganz, ganz vielen Ländern, hast du gerade erwähnt, ganz hochgekommen, vor allem Skandinavien, auch England, in Deutschland natürlich auch. Und ihr habt diesen massiven Push gehabt zu dieser Zeit. Sehnt ihr euch jetzt danach wieder? Es muss nochmal so was europaweit super gut funktionierendes passiert? Oder sagt ihr, ey, once in a lifetime, ich bin happy? Das kriegt man eh nicht mehr hin. Ich meine, das war ja damals schon nicht geplant. Das war unwahrscheinlich. Also ich glaube, wenn man uns vor der Veröffentlichung des Albums gesagt hätte, das wird irgendwie in Europa weiter, sogar über Europa hinaus erfolgreich werden, hätten wir einen Vogel gezeigt. Also das war, wir waren ja da realistisch, dass man, wir hatten gehofft, wenn es gut läuft, können wir vielleicht ein schönes bisschen Hobby machen, wo wir ein bisschen Geld mit dazu nebenbei verdienen, neben unseren regulären Jobs. Und dann ging das so durch die Decke. Das war für uns eigentlich alles surreal. Und im Nachhinein muss man sagen, also was ein bisschen schade war, man kann das in diesem Moment gar nicht so wahrnehmen und so genießen, weil man ja irgendwie nur funktionieren muss und von Termin zu Termin geht. Im Nachhinein muss man sagen, das ist unfassbar. Wir waren die erste Band in der Geschichte unserer Plattenfirma, die in England überhaupt veröffentlicht hat. Mhm. Ja, und das ist, so viele deutsche Bands gab es da nicht. Das war eine Riesensache und alles total toll. Ehrlich gesagt finde ich aber heute genießen wir das viel mehr, weil wir jetzt viel mehr irgendwie wissen, was um uns herum passiert. Wir sind viel mehr in unserer Mitte. Und wenn wir das so, wie es jetzt ist, die nächsten 10 Jahre haben können, fände ich das viel geiler, als irgendwie noch einmal ganz nach oben und dann vielleicht weg. Also wenn ich das abwägen müsste, würde ich viel lieber sagen, lass uns so wie jetzt irgendwie noch ewig weitermachen. Weil wir dürfen Shows spielen, immer noch vor vielen Leuten. Wir haben so eine geile TV-Sendung, hier können so eine Momente mitnehmen. Da braucht man nicht irgendwie dieses Rumgehetze von Interview zu Interview und die totale Aufmerksamkeit. Aber dennoch, mehr kann man natürlich träumen, will ich auch noch kurz sagen. Ja, träumen hat man natürlich trotzdem auch. Ich glaube, wir alle würden uns wünschen, dass wir die Möglichkeit bekommen, irgendwann mal in Amerika vielleicht eine Tour zu spielen, ne, im Geburtsland des Rock'n'Roll. Ja, aber es muss halt keine Stadiontour sein. Aber es muss keine Stadiontour sein, genau. Also ich meine, selbst als wir jetzt letztes Mal in Memphis waren, waren wir in der Beale Street. Ne? Das ist ja wirklich die Straße, in der in den 50er Jahren in jedem Club Musik stattgefunden hat und auch jetzt noch. Und wenn wir nur dort irgendwie 2 Wochen am Stück in einem Club spielen würden, das wäre für uns auch schon was ganz Tolles und eine große, große Erfahrung auf jeden Fall. Oder hat Las Vegas. In Memphis ja nun auch nicht mehr so ist. Ne? Ist das nicht auch ein bisschen ein trauriger Ort, dass man so sieht, das war mal so? Das ist super interessant zu sehen, dass in Memphis gerade, nachdem wir da waren, also wir hatten wirklich Kontakt zu vielen Leuten aus der Musikbranche, die ganz tief in der Musikbranche in Memphis drin saßen. Jetzt nicht plattenfirmentechnisch gesehen, sondern einfach Leute, die mit ganz großen Größen zusammengearbeitet haben und halt vor sich hin musizieren. Und wir haben jetzt wirklich, kriegen wir noch immer im Nachhinein unglaublich viel Feedback,
dass sie gerade die Hoffnung haben, dass wir Memphis als Musikstadt wiederbeleben können. Weil also auch die Leute, die irgendwie schon seit Ewigkeiten in den Sun-Studios arbeiten, hören jetzt unsere Musik und sagen so, ey Leute, das kann doch nicht sein, dass ihr hier noch nicht gebreakt seid. Gebreakt heißt dann sowas so nach dem Motto irgendwie also, total groß. Ja. So, und das ist natürlich erstmal ein Mega-Kompliment aus der Stadt der Musik, dieses Feedback von verschiedenen Leuten zu bekommen, so die sagen so, ey Leute, ihr könntet der Schlüsselöffner sein, wieder so ein bisschen so irgendwie den Rock'n'Roll aus Memphis neu zu beleben, so, wo man sagt, so, ey, krass, Leute, also wie kann das sein, dass Leute, die schon mit super großen Größen zusammengearbeitet haben, jetzt, ich sag jetzt mal etwas positiv, uns drei Teenies quasi im Kopf schon befähigen, irgendwie den Rock'n'Roll wieder zu beleben. Und ob das Kompliment jetzt passiert oder nicht, das ist, glaube ich, ein Kompliment, dass, also, ey, ich meine, wir haben... Also neben irgendwelchen Superstars von heute, die zu unserer Musik getanzt haben oder sowas, ist das, glaube ich, auch einfach zu sehen, dass Menschen uns tatsächlich irgendwie mit der Musikgeschichte verbinden oder in Verbindung bringen. Ist das einfach, da fällt dir die Kinder immer noch runter, allein über solche Mails zu stolpern oder darüber nachzudenken. War auch so lustig, als wir das aufgenommen haben und wir hatten ja natürlich einen Techniker vom Sun Studio dort. Mhm. Und immer wenn er einen neuen Song das erste Mal gehört hat, hat er sich immer weggeschmissen, weil er das so, also hat dann immer geraten, was für ein Song ist das jetzt und hat dann das total gefeiert, wenn er es dann erkannt hat. Also es war wirklich so wie ihm die Reaktion ganz am Anfang, wenn Leute das erste Mal uns gehört haben und das war so schön zu sehen und er hat das total gefeiert. Ich muss auch sagen, da gehen ja viele Linebands in dieses Studio rein, kann man sich ja mieten. Er meinte so, so schön, dass mal keine Band hier ist, die einfach nur sagt, wir spielen Elvis-Songs nach, sondern die machen irgendwie was machen und er fand das, der hatte richtig Spaß dabei und ja, er will's jetzt ganz groß rausbringen, wir sind gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf das Breaking. Ich bringe euch ganz groß raus. Genau. Heute werden sicherlich auch noch ein paar Kinnladen runterfallen. Herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Die Baseballs. Toll. Vielen Dank.